Meine Tina ist ganz vorsichtig nur noch. So, wir steigen aber wieder, wie ich das sehe, das ist schon mal gut. Mal kurz ein bisschen nachjustieren. Ich will möglichst genau wieder mal ran versuchen zu kommen. So, es geht mal wieder weiter bei Kerbal Space Program. Diesmal werden wir versuchen, Chang'e aus dem Orbit zu retten. Da habe ich dann ein bisschen offscreen die Rakete noch ein klein wenig optimiert. Unser Raumschiff ist normalerweise sehr benutzt und das ist jetzt die Amsel 1.11, müsste das sein. Die ich gerade hier irgendwie nicht sehe. Diesen Dialog schließen. Schau mal hier. Genau, die Amsel 1.11. Ich habe dich doch gespeichert. Okay, gut, egal. Auf alle Fälle Crew. Wir wollen jemanden retten, was brauchen wir lernen? Sitz und Chibedaya darf mal auf dem Boden bleiben und sich mit seinem Schrottplatz befassen. Wenn euch übrigens gefällt, was ich hier tue, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Tipps habt. Und ich habe auch einen Discord-Server, da könnt ihr mich auch im Zweifel direkt fragen. Und da werden auch immer wieder Streams angekündigt, falls ihr mir auch mal auf Twitch zuschauen möchtet. So. Jetzt, was habe ich jetzt hier gemacht? Das will ich auch noch mal kurz zeigen. Ich habe jetzt hier Solarzellen angeflanscht. Die haben nämlich gefehlt bisher in diesem Ding. Ich habe natürlich jetzt auch ein Hitzeschild angebracht. Und hier diese kleine Antenne habe ich auch noch angebracht. Und mit dem Raumschiff sind wir letztes Mal sehr effizienten Orbit gekommen. Außerdem habe ich dafür gesorgt, dass Chang'e hinter uns ist. So dass wir einen höheren Orbit einnehmen. Das ist nämlich recht nahe an Kerbin. Und dass wir dann quasi auf seine Orbit, auf seine Umlaufbahn fallen. So, dann würde ich mal sagen, Valentina, sind wir bereit für den Start? Sieht so aus, als wärst du bereit für den Start. Dann wird's mal los. Auf 3, 2, 1, los geht's. So, wir heben hier mal wieder ab. Sehr schön. Und dann werden wir gleich mal sehen, dass wir hier sauber hochkommen. So bei 150 bis 200 Meter pro Sekunde werde ich schon den Gravity Turn, also das Manöver, um die Gravitation vom Planeten ein bisschen zu nutzen, einleiten. Ja, jetzt ist ein guter Punkt. Man soll natürlich auch in die richtige Richtung, das mache ich irgendwie herrlich falsch. So 70 Grad ist eigentlich immer ein guter Punkt. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut, deshalb setzen wir es auf 70 Grad. Ist ein bisschen mühsam, weil die Rakete will eigentlich in eine andere Richtung gerne, wie ich jetzt möchte. Es gibt mal noch Schub vom Flüssigtriebwerk dazu. Flüssigtreibstoff. Ausgebrannt. Dann lassen wir sie abdocken. Und dann prüfen wir mal kurz ganz entspannt den Orbit hier. Wir sehen, er ist noch hinter uns. Das wollen wir so. Wir sind bei 33. Und ich würde sagen, wir sollten vielleicht so auf 100. Genau, er ist bei Höhe so bei 84. So auf 100 bis 120 ist, glaube ich, ganz gut. So, dauert nicht mehr lange, dann sollten wir auch hier diese Höhe erreicht haben. Und dann, wenn wir die Höhe, hier eine schöne Höhe erreicht haben von der Apoapsis, die hier drüber liegt, richten wir uns horizontal zur Oberfläche aus, waagrecht zur Oberfläche und dann sorgen wir dafür, dass der Orbit nicht ganz so viel Energie kostet. Aber das Raumschiff ist ziemlich gut ausgestattet. Das ist zwar, also von dem, wir haben hier 2800 Meter pro Sekunde zur Verfügung. So, jetzt haben wir schon einen guten Punkt erreicht. Wir werden ja auch noch ein bisschen weiter aufsteigen. Das heißt, wir richten uns parallel zur Oberfläche ganz gemütlich aus. Ganz vorsichtig auch, weil wir wollen ja nicht übersteuern und wieder auf der Planet zufliegen. So, dann nutzen wir noch die Restenergie von der Stufe für diese Aktion. Schalten es aus, docken aus, schalten das nächste Triebwerk an, allerdings ungestartet. Und jetzt sind wir hier schon, ja, 100. Das sieht gut aus.
noch ein Manöver hinzufügen, um hier mal ein Orbit einzunehmen. Ja, das sieht auch noch brauchbar nach einem guten Orbit aus, den wir hier auf Anhieb hinbekommen haben. Ausrichten, da können wir uns auch vom RFS ein bisschen unterstützen lassen, also von unserem Manövriertrieb düsen. Mal gucken, Schubzeit, wir werden Vollgas geben, also das heißt, es sind dann 3 Minuten. So 1500 werden wir noch übrig haben, das reicht ziemlich lange, behaupte ich mal. So, da können wir auch jetzt schon Gas geben, das sehe ich, während ich geredet habe. Meist so die halbe Zeit das Ideale, also 1 Minute 30, 1 Minute 40, da hätten wir schon starten können. Schon. Müsste aber eigentlich jetzt ganz gut funktionieren. Also das Raumschiff eignet sich recht gut. Also es ist zwar nicht das stärkste Triebwerk, wir haben hier einen Terrier eingebaut. Der hat nur einen Schub von 60 kN, hat aber einen ziemlich hohen spezifischen Impuls, vor allem im Weltraum. Und es sollte uns helfen. Was ist denn das für... Ah, okay, jetzt ist es auch weg, bevor man drüber spricht. Was sind wir jetzt? Was wir vielleicht mit der Mission auch noch hinkriegen könnten, ist, ihr seht, ich habe hier so eine Überflugmission, also eine Höhe über. Mit einem passenden Orbit sollten wir hier jeweils drüber fliegen können und dann jeweils, wenn wir drüber sind, einen Co-Bericht aufnehmen. Das wollte ich auch mal zeigen, wie das funktioniert, die Über. Es gibt davon 3 Stück von diesen Missionen. Das eine ist auf der Oberfläche. Da muss man gucken, wie weit es weg ist. Hat eigentlich aber dann Bodenfahrzeuge dafür, um hinzufahren oder ein Flugzeug und so weiter wirklich hinzufliegen. Als irgendwie das Landen bei in dem Spiel immer so ein Thema, hatte ich immer so mein Drama damit. Sind meine Flugzeuge oft gestorben bei der Aktion, bis sie zerstört worden. Die andere mögt, und dann gibt es die, wo man sagt, unter so und so viele Kilometer, dann nimmt man normal sein Flugzeug, fliegt hin, wenn man in der Zone ist, tut man die passende Wissenschaft durchführen, man fliegt dann zurück zum Space-Zentrum oder halt die über einer gewissen Höhe, das sind dann die, die man aus dem Orbit durchführt, im Normalfall. So, jetzt schauen wir mal, wie lange brauchen wir denn noch? Ja, eine ganze Zeit, also noch fast 2 Minuten müssen wir hier brennen. Allerdings haben wir noch eine gute Höhe. Es wird immer kritisch, wenn man hier oben an der Stelle hier unter 5 und 6, unter 70 bis 160 ist, also mit der Atmosphäre. Und dann ist unser Terrier-Triebwerk wieder nicht so effizient. Und das gilt es natürlich zu vermeiden, diesen Effekt zu umgehen. So, dann richten wir mal ein klein wenig noch aus. Nachher für die Annäherung werden wir auch nicht das Terrier-Triebwerk nehmen, selbst wenn das funktioniert, sondern für die Detailannäherung werden wir das hier nehmen. Damit wir dann nachher auch an Changas Raumfahrzeuge auch nah genug rankommen. Ich will mal gerade überprüfen, also wenn ich jetzt mal schaue, ich glaube, so an Monotreibstoff haben wir mehr als genügend mitgenommen. Also bei weitem mehr als genügend, sage ich jetzt mal. Es geht ja kaum besser, so ein bisschen hier nach drüben noch. Und jetzt kommen wir schon in eine interessante Zone langsam rein. Seht, wir sind auch ein gutes Stück schon runtergefallen wieder, also wieder zurück in Richtung Kerbin. Das muss aber gut reichen, also in 35 Sekunden fallen wir nicht auf unter 70.000 Meter. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein dann. Aber wir werden es im Blick behalten. Noch ein klein wenig. Brauchen wir noch so 15 Sekunden, so bei 10 könnte ich mal anfangen, ein bisschen den Schub vielleicht zu reduzieren. Ja, ich reduziere mal ein bisschen den Schub an der Stelle. Jetzt ist auch die Ansicht, ich habe schon wieder gemerkt, es ist gewechselt wieder. So, und jetzt sind wir mal ganz vorsichtig, so die letzten Justierungen. Ah, das ist... Ist noch nicht meines Erachtens nah genug dran, da kommen wir noch besser ran. Dass wir möglichst genau unsere Umlaufbahn treffen, die wir geplant haben. Oh, jetzt sollte ich nochmal kurz mein Raumschiff auf das hier ausrichten. Ja, das ist, weil wir zu spät gestartet haben, da müssen wir noch ein bisschen nachsteuern in die Richtung. So, und Control. Das muss ausreichen. So. Gut, haben wir erreicht. RFS erstmal aus, damit da keine seltsamen Dinge passieren. Schauen wir uns den Orbit an.
ist ein bisschen verhunzter, als ich es mir vorgestellt hatte. Das heißt, den hier müssen wir noch ein bisschen runterholen. Der darf ruhig eher auf 120 oder so, und die müssen wir ein bisschen hochholen, die Periapsis. Ja, bremsen wir mal hier ein bisschen runter. Wo sind wir dann? Ah, da geht ein bisschen mehr noch. So, dass man hier jetzt so 120 und 23, das ist gut. Ich mache mir vor, wir kommen schon ziemlich nah an. Ja, wir kommen schon ziemlich sehr, sehr nah hier ran. Das heißt, wir sollten möglichst ideal. Wir sind noch nicht in der Atmosphäre, das ist gut, aber wir sind sehr nah dran, also war nicht so ideal. Wir sind auch noch immer an der Stelle tiefer als das Zielraumschiff. Das heißt, momentan bewegen wir uns von dem Zielraumschiff weg, weil wir schneller sind. So. Jetzt 6, 12, 18. Das heißt, bei 9 Sekunden ist so der schöne Punkt erreicht, an dem wir starten können. Und hier sehen wir schön, das ist eigentlich ein tolles Panorama, wenn man sich das mal so überlegt, weil ich sehe hier den Moon, der sich hier von dem wir uns wegbewegen. Tatsächlich. So, also, genau, hier ist der Moon, hier sind wir. Und jetzt sind wir gleich bei 9 Sekunden. Das heißt, ich gebe jetzt hier ein Drittel Gas. Werde jetzt mal ein bisschen sanfter mit dem Gashebel umgehen. Dann Tina ist ganz vorsichtig nur noch. So, wir steigen aber wieder, wie ich das sehe. Das ist schon mal gut. Mal kurz ein bisschen nachjustieren. Ich will möglichst genau wieder mal ran versuchen zu kommen. So. Zack, jetzt mal kurz sehen. Genau, 23.000. Hier haben wir 73.000. Das heißt, wir bewegen uns jetzt hier weg. Das ist natürlich nicht so gut, wenn das auf der Hälfte der Strecke passiert. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal in die Apoapsis und erhöhen uns hier mal auch so auf so knapp 120. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ja. Vorspulen. Ja, sieht man's? Ja, genau. So, jetzt wieder ausrichten. 4 Sekunden Schub. Also ich glaube, da können wir jetzt tatsächlich, müssen wir nicht so genau auf die Effizienz achten. Treibstoff haben wir auch noch genügend dabei. Ja, immer schön das hier im Blick behalten. Jetzt gehen wir ein bisschen runter. Ein bisschen mehr darf sein. Ganz so langsam müssen wir uns auch nicht bewegen. So ist gut, so ist gut. Gleich haben wir es. So. Ein bisschen geht, glaube ich, von der Genauigkeit her. Das kriegen wir noch ein bisschen mehr hin. Das Job. Das reicht. So, ihr seht, da ist immer höher. Das heißt, es müsste Djangos Schrott auch tatsächlich. Djangas Schrott. Setzen wir es mal als Ziel. Stopp. Als Ziel setzen. Entfernung. Jetzt müsste die Entfernung ja eigentlich kleiner werden. Ja, genau, sie wird kleiner. Das ist genau den Effekt, den wir haben wollten. Jetzt schauen wir uns noch mal kurz die Knoten, die aufsteigenden Knoten an. Ich glaube, da können wir auch noch einmal optimieren. Kurz den absteigenden Knoten markieren. Schauen wir mal, dass wir möglichst nahe an die 0 Grad rankommen. Genau, hier haben wir 0,0 Grad, das ist natürlich ideal. Die Umlaufbahn ist auch relativ ähnlich. Dann bin ich tatsächlich sehr zufrieden damit. Dann mal kurz vorspulen. Das sollte nicht reichen, um damit er uns einholt. So, erstmal kurz in Richtung des Ziels ausrichten. So. Und dann kann man gleich mal Gas geben. So ein Drittel sollte eigentlich ganz gut funktionieren, mal wieder. Mal gucken, ob wir genau 0,0 Grad erreichen, das ist aber gar nicht so wichtig. So. So, erstmal kurz schauen.
0,1 ist in Ordnung. Damit kann man gut arbeiten. Dann wird es Zeit, mal wieder kurz zu speichern. Iridas Rettungsmission. So ein Orbit. Nenne ich das jetzt mal. Holen wir uns ihn jetzt. So. Jetzt kann man sich schon mal schauen, ob wir schon einen guten Manöverpunkt haben, an dem wir einen Schnittpunkt erzeugen können. Ja, nicht aus, oder? Nee, erstmal müssen wir natürlich in den Orbit hineinfallen. Nein, 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 falsche Richtung. Okay, das war mal nichts. Nee, ich glaube, der Django-Shot muss noch ein bisschen näher kommen, bevor wir das machen können. Da spulen wir mal ein bisschen vor. Warte mal auf so 20, 30.000 Kilometer. Hoffen, dass es nicht zu nahe ist. Aber 20, 30.000 ist so 100.000, lasse ich uns mal rankommen. Vielleicht 120. So. Gut. Dann mal ein Manöver hinzufügen. Bisschen bremsen, weil ich will auf seine Umlaufbahn gehen und sehe ich hier, habe ich schon einen schönen Schnittpunkt. Mal kurz sehen. Entfernung 18 Kilometer, das lässt sich noch ein bisschen optimieren, glaube ich, aber den kann man gut benutzen, glaube ich. So, Entfernung 12 Kilometer, 11 Kilometer, 10, 9, 8, 7, 6. Können wir noch ein bisschen hin? 5, 4, 3, 2. Oh, das wäre natürlich traumhaft. Entfernung 700 Meter. Also, wenn wir den treffen, ist es echt klasse. Richten wir uns mal drauf auf. Wir haben noch so eine Minute. So, wie war das wieder? 12 Sekunden. Das heißt, bei 6 Sekunden sollten wir starten. Da versuchen wir es möglichst präzise zu starten. Ich nehme mal das RFS auch ein. Einfach um sauber das hier zu halten. Und ihr seht auch, elektrischer Strom wird jetzt hier so ein bisschen nachproduziert, so ganz vorsichtig. Jetzt beschleunigen wir mal ein bisschen. So, was habe ich gesagt? Bei 6 Sekunden müssen wir Gas, ein Drittel Gas geben. Sehen wir gleich, ob das eine saubere Abfangmission wird. Stopp. Und ein Drittel Gas geben, bitte. So gefällt mir das. Sieht sehr gut aus. Jetzt mal wieder ein bisschen vorsichtig runtergehen mit der Geschwindigkeit. Das will ich ihm. Ja, stopp. Stopp, 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 stopp. Das will ich möglichst genau treffen. Ganz vorsichtig und immer dem hier nach. Okay. Jetzt mal gucken, wo liegt unser Schnittpunkt? Entfernung 0,6 Kilometer. Das ist auch gut. Sehr gut, dann würde ich mal sagen, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo wir nochmal speichern können. Ja, paranoides Speichern, wobei hier nehmen wir erstmal schnell speichern. Oder? Ne, machen wir einen richtigen Speicherpunkt. Iridas, das Unterstrich Rettungsmission, Unterstrich, wie nennt sich's? Annäherung. Annäher. Mal. So. Schau mal hier. Ich glaube, das müsste ein guter Punkt sein. Wenn wir da sind, können wir anfangen, uns auf das Ziel auszurichten. Hier einmal vorspulen. Mal wirklich mal ein bisschen Gas geben. Es hat mich gerade ein bisschen irritiert, dass es gerade die Ansicht hier gewechselt hat. So, jetzt haben wir hier das Ziel. Schau mal, sehen wir den denn schon? Okay, wie weit ist er eigentlich noch offiziell entfernt? Schangas Schrott. Ja, noch 6 Kilometer ist er entfernt. Dann können wir jetzt mal anfangen, schon mal auf ihn zuzusteuern. Weil ich gerade auch nicht sicher bin, ob es eine Taste gab, mit der man das dann. So, jetzt mal kurz, geben wir mal vorsichtig ein bisschen Gas.
Also Ziel ist ja auch eine dieselbe Umlaufbahn. Jetzt irritiert mich, dass ich den nicht sehe. Soll ich vielleicht mal kurz eventuell mal nachsehen? So, mal kurz schauen. Wie weit haben wir? Entfernung 500 Meter, das müsste ich noch eigentlich sehen. Mal kurz. Nein, das wollte ich nicht, verdammt. Und das war es leider wieder mit Kerbal Space Program. Dankeschön fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert auch meinen Kanal. Schaut gerne auch in die anderen Playlists und Videos auf meinem Kanal, denn ich spiele nicht nur Kerbal Space Program. Ich streame auch auf Twitch. Folgt mir dort, um zu sehen, sobald ich live gehe. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal.